Hallo, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest. Das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen im ersten Teil, wie das Buch zu lesen ist. Und da im Abschnitt zu riskanten Zusätzen. Der ist relativ lang. Auch noch lecker Kaffee von gestern. Also fange ich mal an. Zu riskanten Zusätzen. Alkohol. Alkohol ist in etlichen Medikamenten für verschiedenste Anwendungsgebiete enthalten. So waren Arzneimittelexperten vor Alkohol in Dosieraerosolen für Asthmapatienten. Wer die empfohlene Dosierung einhält, nimmt eine Alkoholmenge auf, die etwa einem Milliliter Wein entspricht. Bei Alkoholkranken nach erfolgreichem Entzug besteht aber bereits durch den Alkoholgeruch ein Risiko für einen Rückfall. Ebenso enthält beispielsweise das Erkältungsmittel Vicmedinide Erkältungssirup für die Nacht einen Alkoholzusatz. Dieser kann die potenziell leberschädigende Wirkung des enthaltenen Paracetamols sowie die Ermüdungserscheinungen durch den ebenfalls enthaltenen Wirkstoff Doxylamin verstärken. Auch in Hustensäften für Kinder kann Alkohol enthalten sein. Grundsätzlich ist Menschen mit einer Alkoholkrankheit, Kindern, Jugendlichen, Schwangeren und stillenden Müttern von Medikamenten mit Alkohol abzuraten. Gerade bei flüssigen Arzneimittelzubereitungen empfiehlt sich immer ein prüfender Blick auf die Verpackung und in die Packungsbeilage, ob Alkohol enthalten ist. Ich halte Alkohol für ein gutes Konservierungsmittel. Muss ich jetzt hier einfach mal dazu sagen. Koffein. Die Stiftung Warentest bewertet kombinierte Schmerzmittel mit Koffein als wenig geeignet zur Behandlung von Schmerzen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ließ sich bis jetzt nicht zweifelsfrei nachweisen, dass Koffein die Wirkung von Schmerzmitteln so sehr verstärkt, dass dies für Anwender einen eindeutigen Vorteil mit sich bringt. Zum anderen kann die belebende Wirkung des Koffeins dazu verleiten, solche Kombipräparate öfter und länger einzunehmen, als es erforderlich ist. Dann steigt das Risiko für unerwünschte Wirkungen der Schmerzmittel, beispielsweise auf die Nieren oder den Magen-Darm-Trakt. Auch können Schmerzmittel bei langer Anwendung selbst Kopfschmerzen verursachen. Bei diesem medikamenteninduzierten Kopfschmerz kommt bei den koffeinhaltigen Präparaten erschwerend hinzu, werden sie nach längerem Gebrauch abrupt abgesetzt, können Kopfschmerzen sowie Müdigkeit und Nervosität auftreten, die durch erneute Koffeinzufuhr wieder vergehen. Hinweise auf einen möglichen Gewöhnungseffekt. Zu guter Letzt sind die Effekte von Koffein bei dauerhaften oder wiederkehrenden Schmerzen noch unklar. Bekannte unerwünschte Wirkungen sind Schlaflosigkeit, Unruhe, Herzrasen und Zittern. Für besondere Personengruppen. Bei einigen Personengruppen ist besondere Vorsicht geboten, wenn sie Arzneimittel einnehmen. Dazu zählen Kinder und Jugendliche, Schwangere und stillende Frauen sowie ältere Menschen über 60 Jahre. Ältere Menschen verarbeiten Medikamente oftmals anders als Erwachsene in mittlerem Alter, an denen die Arzneimittel zumeist erprobt wurden. Sie können daher andere Reaktionen auf die Wirkstoffe zeigen.
Vor allem Nebenwirkungen können drastischer ausfallen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für viele Arzneimittel fehlen klinisch-pharmakologische Daten für die Anwendung bei Kindern. Sie bekommen also vielfach Medikamente, ohne dass ihr Einsatz bei dieser Altersgruppe geprüft und dafür zugelassen wurde. Auch die Dosierungsangaben beruhen oft auf Erfahrungen und nicht auf Prüfergebnissen. Eine solche Anwendung wird auch als Off-Label-Use bezeichnet. Anwendung außerhalb einer Zulassung, in Klammern Anwendung außerhalb einer Zulassung. Dieser Missstand ändert sich nur langsam. Seit Januar 2007 verpflichtet eine EU-Verordnung die pharmazeutischen Hersteller zu klinischen Prüfungen an Kindern. Wenn ein pädiatrisches Expertengremium einen neu zugelassenen Wirkstoff als medizinisch notwendig für die Kinderheilkunde erachtet. Erwirkt ein Hersteller für einen bereits zugelassenen und nicht mehr patentgeschützten Wirkstoff, erwirkt ein Hersteller für einen bereits zugelassenen und nicht mehr patentgeschützten Wirkstoff, der für die Behandlung von Kindern wichtig ist, eine Zulassung, wird ihm dies mit einem patentähnlichen Schutzzertifikat belohnt. Es gibt also gewisse Anreize für die pharmazeutischen Unternehmer, das Angebot an zugelassenen Arzneimitteln für Kinder zu erweitern. 2014 waren 375 der in Deutschland zugelassenen Arzneimittel durch explizite Nennung im Namen des Arzneimittels für Kinder zugelassen. Bei etwa 18.000 Präparaten sind Informationen zu Kindern im Beipackzettel oder in der Fachinformation für Mediziner enthalten. Medikamente sollten für Kinder gemäß den Angaben in diesem Buch oder der Packungsbeilage verabreicht werden. Es ist zum Beispiel nicht sinnvoll, die Erwachsenendosis irgendwie für Kinder umzurechnen. Arzneimittel können bei Kindern nämlich nicht nur stärker, sondern grundsätzlich anders wirken als bei Erwachsenen. Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen. Für die Dosierung spielt es unter anderem eine Rolle, wie viel Wasser der Körper enthält und ob es sich vornehmlich innerhalb oder außerhalb. Für die Dosierung spielt es unter anderem eine Rolle, wie viel Wasser der Körper enthält und ob es sich vornehmlich innerhalb oder außerhalb der Zellen befindet. Bei Neugeborenen befindet sich etwa die Hälfte des Körperwassers außerhalb der Zellen, bei Erwachsenen ist es rund ein Drittel. Dementsprechend müssen Arzneimittel, die sich im Flüssigkeitsraum verteilen, bei Kindern höher dosiert werden als bei Erwachsenen. Genau umgekehrt verhält es sich mit Arzneistoffen, die sich im Fettgewebe verteilen. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, was hier steht. Viele Kinder tun sich schwer, Tabletten zu schlucken. Werden die Tabletten jedoch zerrieben, zerkleinert oder aufgelöst, damit das Kind sie besser einnehmen kann, verändert sich unter Umständen ihre Wirksamkeit. Teilen Sie die Tabletten, um dem Kind eine geringere Dosis geben zu können, ist nicht garantiert, dass der Wirkstoff gleichmäßig auf die Bruchstücke aufgeteilt ist. Säfte und Tropfen lassen sich besser dosieren und Kinder können sich besser einnehmen. In Deutschland gibt man Kindern Arzneimittel gern als Zäpfchen. Aus diesen wird der Wirkstoff aber oft nur unzuverlässig in den Körper aufgenommen, sodass sich schlecht abschätzen lässt, wie viel tatsächlich für eine Wirkung zur Verfügung steht. Bei der Selbstbehandlung von Kindern sollten sie besonders zurückhaltend und vorsichtig sein. Ein als geeignet bewertetes Medikament kann richtig dosiert die Zeit bis zu einer möglicherweise notwendigen ärztlichen Therapie überbrücken. Für eine länger dauernde Behandlung und in Zweifelsfällen sollten sie sich jedoch lieber an den Arzt wenden.
Wenn in einigen Anwendungsgebieten Angaben für Kinder und Jugendliche fehlen, dann liegt das zumeist daran, dass weder Studien oder Erfahrungen zum Umgang mit den Mitteln bei dieser Gruppe gibt und wir noch keine ausreichend fundierten Einschätzungen dazu abgeben können. Ein anderer Grund: Kinder zählen nicht zu den Betroffenen dieses Anwendungsgebietes. 60 plus ältere Menschen. 60 plus ältere Menschen. Bei der Arzneimitteltherapie älterer Menschen ist unter Umständen mehr zu bedenken als bei Erwachsenen mittleren Alters. Mit zunehmendem Alter verringert sich die Aktivität des Stoffwechsels und die Leistung von Organen wie Leber und Nieren. Bei etwa einem Drittel bis zur Hälfte der Menschen über 60 Jahren arbeiten Leber und Nieren nur noch eingeschränkt. Das wirkt sich auf die Verarbeitung von Arzneistoffen aus. Sie werden langsamer abgebaut und ausgeschieden. Die Organe, auf die die Arzneiwirkungen zielen, werden dagegen empfindlicher. Außerdem verändert sich altersbedingt die Körperzusammensetzung. Die Muskelmasse nimmt ab, der Fettanteil zu. All dies kann dazu führen, dass Arzneimittel stärker und länger wirken und sie mehr und stärkere unerwünschte Wirkungen auslösen können. Wie ausgeprägt das beim Einzelnen ist, lässt sich nicht vorhersagen, denn das biologische Alter der Organe und Funktionen kann von dem Alter abweichen, das die Geburtsurkunde ausweist. Zudem haben viele ältere Menschen mehrere Gesundheitsprobleme, die dann mit verschiedenen Medikamenten behandelt werden. Die Arzneimittel können sich gegenseitig beeinflussen. Die Folge: Ältere Menschen erleiden mehr unerwünschte Arzneimittelereignisse als jüngere, insbesondere wenn sie mehrere verschiedene Arzneimittel nebeneinander einnehmen, in Klammern müssen. Um die Arzneimitteltherapie älterer Menschen sicherer zu machen, haben Arzneimittelexperten in Deutschland im Jahr 2010 die Priskus-Liste veröffentlicht, die auch im Internet unter www.priskus.net nachzulesen ist. In dieser Übersicht sind für derzeit 83 Arzneistoffe die wesentlichen Bedenken genannt, die bei Anwendung bei älteren Menschen ab 60 Jahren bestehen. Darüber hinaus sind mögliche Alternativen aufgelistet und es werden Maßnahmen aufgeführt, die die Anwendung sicherer machen sollen, wenn das jeweilige Arzneimittel doch verwendet wird. Die Auswahl der Arzneimittel basiert auf einer Literaturrecherche. Deren Ergebnisse wurden dann in einem methodisch festgelegten Prozess von einer Reihe von Experten beurteilt und um ihre Erfahrungen ergänzt. Die Aussagen in der Rubrik für ältere Menschen sind mit den Angaben der Priskus-Liste abgeglichen und vervollständigt. Solche Hinweise werden vor allem dann zitiert, wenn ein Wirkstoff bei älteren Menschen besser gar nicht angewendet oder bei bestimmten Begleiterkrankungen vermieden oder die gleichzeitige Anwendung mit bestimmten anderen Medikamenten unterbleiben sollte. Eventuell ist auch eine gegenüber jüngeren Personen abweichende Dosierung angegeben und es wird zu häufigeren Kontrolluntersuchungen durch den Arzt geraten. Auf einen anderen Wirkstoff als Alternative zu dem besprochenen wird allerdings nur dann hingewiesen, wenn Medikamente im Test einen als geeignet bewerteten aufführt. So, das lese ich nochmal vor. Auf einen anderen Wirkstoff als Alternative zu dem besprochenen wird allerdings nur dann hingewiesen, wenn Medikamente im Test einen als geeignet bewerteten aufführt. Dieses Arzneimittel muss zudem in genau dem gleichen Anwendungsgebiet eingesetzt werden
wie das kritisch beurteilte. Schwangerschaft und Stillzeit. Schwangerschaft und Stillzeit. Viele Wirkstoffe können aus dem Blut der Frau in den Kreislauf des ungeborenen Kindes gelangen und dessen Entwicklung beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib sogar schädigen. In der Stillzeit können Arzneistoffe über die Muttermilch den Säugling erreichen und unter Umständen belasten. Um die Risiken gering zu halten, sollten Arzneimittel in dieser Zeit nur angewendet werden, wenn es unbedingt erforderlich ist. Manche Therapien müssen allerdings auch in der Schwangerschaft fortgesetzt werden, um die Gesundheit der Frau, manchmal auch die des Kindes, nicht zu gefährden. Als schwangere Frau sollten Sie jede Einnahme eines neuen Arzneimittels mit einem Arzt besprechen. Bei einer notwendigen Behandlung sollte geprüft werden, ob Sie das bisher verwendete Arzneimittel weiterhin anwenden können oder es bessere Möglichkeiten gibt. In jedem Fall sind Wirkstoffe zu bevorzugen, die schon lange im Gebrauch sind und deren Auswirkungen man gut überschaut. Außerdem sollten die Wirkstoffe so gering wie möglich dosiert sein. Eindeutige Aussagen zur Anwendung von Arzneimitteln in Schwangerschaft und Stillzeit lassen sich nur für wenige Arzneimittel machen. Kaum eine Substanz ist in Studien gezielt an schwangeren Frauen geprüft worden. Meist wurden nur zufällige Beobachtungen zusammengetragen. Ergibt sich daraus eine verwertbare Aussage, steht sie in dieser Rubrik. Die Angabe über die Risiken einer Anwendung in der Schwangerschaft gibt es keine ausreichenden Erkenntnisse, bedeutet, dass in der veröffentlichten internationalen und nationalen Fachliteratur keine verwertbaren Aussagen zu finden sind. Sicherheitshalber sollten Sie das Mittel dann nicht anwenden. Was Sie aber auch zu Ihrer eigenen Beruhigung wissen sollten, in den ersten 2 Wochen nach der Empfängnis ist der Embryo noch nicht mit ihrem Blutkreislauf verbunden. Eine eventuelle Medikamenteneinnahme in dieser Zeitspanne ist also kein Grund zur Panik. Sobald Sie vermuten, dass Sie schwanger sind, sollten Sie das Mittel absetzen und sich mit Ihrem Gynäkologen absprechen. Generell gilt für die Einnahme von Arzneimitteln in der Schwangerschaft, wenn irgend möglich, sollte eine Behandlung mit Einzelwirkstoffen erfolgen. Je mehr Arzneimittel miteinander kombiniert angewendet werden, umso schwieriger ist es, das Risiko für Kind und Mutter abzuschätzen. Möglicherweise weichen die Aussagen in dieser Rubrik von den Angaben in der Packungsbeilage ab. Der Grund sind juristische Erwägungen. Solange der Hersteller keine Studien zur unbedenklichen Anwendung in der Schwangerschaft vorlegen kann, wird er sich mit Einnahmeempfehlungen zurückhalten, um bei einem eventuellen Schaden nicht haftbar gemacht werden zu können. So. Wie das Buch zu lesen ist, endet mit der Rezeptpflicht. Damit geht es gleich weiter. Tschüss.